Weitere Kritik an den statischen Verfahren. Zunächst einmal, die Werte der ersten Periode werden als repräsentativ betrachtet. Ja, wenn wir sagen, die statischen Verfahren sind Zeitpunktbetrachtungen, dann ist dieser Zeitpunkt im Grunde die erste Periode. Die erste Periode. Ja, die werden als repräsentativ betrachtet. Wir rechnen also immer nur die Werte für die erste Periode aus. Ja, wir rechnen nicht über 5 Jahre. Das wäre schon eine dynamische Betrachtungsweise. Zeitpunkt heißt erste Periode. Ja, so verstehen wir diesen Begriff statisch hier. Dann B, es wird nicht berücksichtigt, wann eine Zahlung anfällt. Es wird nicht berücksichtigt, wann eine Zahlung anfällt. Das hatten wir schon besprochen. Nur die dynamischen Verfahren legen hier besonderen Wert drauf. Wo haben wir das gerade zum Beispiel gesehen? Wir haben das gesehen bei der Berechnung der linearen Abschreibung. Ist Ihnen das aufgefallen? Da haben wir einen Bruchstrich gezogen. Da steht oben links, oben auf dem Bruchstrich, der Anschaffungspreis. Und rechts daneben verknüpft mit einem Minus der Restverkaufserlös. Können Sie sich erinnern? Der Restverkaufserlös ist 5 Jahre später. Ja? Die dynamischen Verfahren würden hier ausrasten und sagen, was machst du denn hier? Ja, du tust so, als sei hier überhaupt kein Unterschied. Wenn du einen Wert, der 5 Jahre später erst anfällt, mit einem Wert von heute zusammenrechnest, mit dem Minus mathematisch verknüpfst, dann musst du bitte den Wert von 5 Jahren in 5 Jahren auf heute abzinsen. Oder den Wert von heute für 5 Jahre aufzinsen, damit du die miteinander verrechnen kannst. Aber so bitte nicht. Das würden die dynamischen Verfahren an der Stelle sagen. Die statischen Verfahren sagen, oh, da wird die Formel nur komplizierter und das Ergebnis in der Entscheidung wahrscheinlich nicht besser. Ja, ich will ja nicht in Genauigkeit sterben, ich möchte ja nur wissen, soll ich Maschine A oder Maschine B kaufen? Und da reicht mir diese Berechnung, ja, da muss ich jetzt nicht in Genauigkeit sterben. So. C. Rechentechnisch sind die Verfahren jedoch einfach. Ja, das ist genau der Preis, den man zahlt. Man hat einfache Verfahren, es reichen die 4 Grundrechenarten, man braucht keine wilden Zinsformeln, keine Exponentialtaste auf dem Rechner, einfache Verfahren. Man nennt sie auch Praktikerverfahren.